So, und jetzt müssen wir nur noch überlegen, ob wir das irgendwo hinbringen können. Ja. Will das jemand haben? Die haben eine Chemiefabrik. Das heißt, wir haben jetzt einen Bedarf an Kohle. Kohle ist sonst wo. Können wir nicht versorgen. Ja. Zuckernachfrage ist eigentlich überall gestillt. Gibt es halt auch wirklich viel in der Gegend. Vielleicht hätten wir das nicht anschließen sollen. Die haben zu wenig. Aber es ist ja albern, das von da zu bringen. Also wenn, dann muss man es von hier bringen. So, mal sehen. Wie sieht es denn hier aus? 32, 34, 25 in Belize. Und das sollen wir aber auf 60 bringen. Haben die schon eine Nachfrage nach Gemüse? Nee, ne? Obst, Milch. Alle noch nicht. Aber wir könnten hier ein Warendepot hinstellen, weil wir gerade das Geld haben. Vielleicht hier so. Und dann ein paar kleine Bahnhöfe überall. So. Das waren ziemlich große Bahnhöfe jetzt, weil ich runtergescrollt hatte. Ich wollte eigentlich nur den kleinen bauen. Ah, das hätte auch ein Bahnhof erledigen können. Moment, ich krieg doch Geld wieder. Na so. Das ist ja auch nur eingleisig, die ganze Strecke hier. So sagt denn keiner was. Nehmen wir einfach mal den da. So. Warendepot-Anlieferung machen wir hier. Ich weiß gar nicht, ob der bei der Ankunft und Abfahrt das Gleis wechseln kann. Ich vermute nicht, ne? Deswegen mache ich es lieber so. 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 Signal abgerissen worden. Und wir brauchen noch mal eine Anlieferung auf der anderen Seite. Eigentlich so machen. Ja, das reicht. Kleiner Bahnhof hier. Ob das hier stimmt, das stimmt soweit. Das hier müssen wir noch. So. Und eigentlich noch in die andere Richtung, wenn die das irgendwann. Oder? Ach nö. Ich glaube, das passt.
So, was nehmen wir hier an? Wir nehmen Milch, Gemüse, Obst. Und alles, was die sonst so produzieren, dann in den Städten, wenn da irgendwann mal Industrie gewachsen ist, um das untereinander zu verteilen. So, Wartungshäuschen mit dran. Und dann können wir schon mal die ersten Zuglinien einrichten von hier nach da. Kann die machen. Brauchen wir auch nichts mit ein. Ist okay. Und ein von hier nach da. So, und dann knallen wir uns das mal voll und sobald die Größe erreicht haben und das haben wollen, richten wir halt Züge ein, die zwischen denen und so hin und her fahren. Na, dann wird hier größer, meine ich, der Bahnhof in der Stadt wird größer. Hier ist das schon groß, ja, da können wir eigentlich die Strecke benutzen, die da ist. Und von hier geht es auch da rein, oder? Kommen wir hier durch, wenn wir durchfahren? Das nicht ideal, wir müssten dann wahrscheinlich auch hier lang fahren und da haben wir aber keine Verbindung. Oder wir richten das hier irgendwo ein, mal gucken. Wie kommt da, naja, müsste man hier vielleicht ein bisschen was verändern, so an der Streckenführung, dass wir von dem Warendepot hier lang nach Kampecher fahren. Ist das so? Weiß ich nicht genau. Können wir Punkte ausgeben? Mal gucken. Hier nicht. Reiseprospekt erhöht die Anzahl der Passagiere. Ja, nehme ich. Passagierverkehr, haben wir den schon? Das ist er hier. Hier unten könnten wir auch einen einrichten. Der von hier nach da fährt und nur Passagiere und Post fährt mit dieser Lok. Ich kann auch gerne einen Zugführer einstellen. Und noch ein Zugbegleiter. Können die sich hier positive Effekte nehmen? Ja, kriegen wir ein bisschen mehr Geld. Und wahrscheinlich brauchen wir auf der Strecke noch einen Versorgungsturm. Oder zwei. Und Signale. Komplett vergessen. So. Zwei hier müssen erstmal reichen. Wobei mehr geht bestimmt auch. Ne? Aber der hier, der verdient 1000 pro Woche, das ist nicht so toll. Ne? Aber der ist auch wiederum nicht voll. Ne? Vielleicht ist es zu dicht beisammen. So, zufällige Panne. Okay, hier auch. Schön, schön. Waffenlieferung. Fast vollständig. Merida, Belize. Gambeche kriegt auch zwei bisher. Also der Zug, der fährt so lala. Ne? Der nimmt ja alles mal ein bisschen mit, oder? Müssen wir mal gucken. Wachstum sieht gut aus. Können wir hier nochmal gucken. 37. Das hier ist schon lange erledigt. Die beiden hier. Da haben wir ja jetzt auch noch 2 Jahre Zeit. Also wichtiger war jetzt erstmal das hier. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Na, jetzt nimmt er aber wieder Bier mit statt Waffen. Was ist nur wichtiger? Bier oder Waffen? Ein bisschen Screenshots machen, damit die schöner aussehen. Ja, meine kleinen Thumbnails hier vom Video.
Screenshot, na, vielleicht lieber so. Sieht schöner aus. Na, sonst habe ich immer hier nur so einen Ausschnitt aus dem Streckennetz. Nicht so schön. Kaffeeplantagen. Nö, eine Million habe ich gerade nicht rumliegen, leider. Aufgabe erfüllt, das heißt, es war eine Waffenlieferung. Moment. Ich habe vorhin falsch geguckt. Ich habe hier den Zug abgezogen, obwohl das noch gar nicht fertig war. Das ist er hier. Der muss noch einmal nach der muss noch einmal hier hinfahren. Und jetzt nimmt der Bier mit. Kann auch nicht sein. Ach so, weil Waffen sind leer. Okay. Mexiko-Stadtwarendepot. Hier, da kommt er. Der ist gerade noch auf dem Weg. Die könnten wir auch so nach und nach mal aufrüsten. Hier mal über den Lokschuppen. Hier. Alter, das sind eine ganze Menge. Eignung gemischt. Alter, 1, 2, 3. Wieso sind das so, wie, also wieso hat er da nur 3? Moment. Ich will die hier ersetzen. Ach, das ist eine Fracht? Okay. Das heißt, Fracht. Und da haben wir dann auch entsprechend das Alter. Das sind so die ersten. Alle. Wieso wird das billiger, wenn ich alle sage? Und es wären mehr. Achso, nee, es wären weniger. Die neuesten werden dann nicht ersetzt. Okay. Ja. Dann, wenn ich erpresst werde, muss ich wohl mal. Aufgabe erfüllt. Das ist die nächste Waffenlieferung. Okay, und dann machen wir die andere auch noch. Achso, jetzt ist er schlecht auseinanderzuhalten, ne? Mist. Ist das er hier gewesen? Nee, dann ist es er. Halt. Er ist auch nicht. Flucht. Aber einer von denen ist doch der, der die Waffe. Warum kann das sein? Du. Waffentransporteur. So, alles steht im Wachstum. Soweit, so gut. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich hier anders machen soll. Wieso haben wir kein Gemüse? Wo ist denn der Zug, der den beliefert? Ja, jetzt kommt ein bisschen Gemüse mit rein. Okay. So, Milch. Wir wollen hier schon welche haben. Das heißt, wir richten den Zug ein, der aus dem Warendepot hier in diese Stadt fährt. Beladung automatisch. Lokführer, klar, warum nicht? Kann nicht schaden. Haben wir auf der Strecke einen Versorgungsturm? Ja. Haben wir. Was wird gebracht? Milch? Klar, haben die ja noch nicht. Andere Interessen. Und was wir machen, wir können eine Industrie bauen. Und das wird, weil die ersten sind, die so weit sind, eine Käserei. Molkerei, Entschuldigung. Geht schneller, wenn es dichter am Bahnhof ist. Ich weiß eben nicht, das hat
Also ganz am Anfang hat das mal jemand in den Kommentaren geschrieben, dass die Landbetriebe so, also dass das B- und Entladen schneller geht, wenn man den Bahnhof dichter ranbaut. So, in der Beschreibung stand dazu nichts. Irgendwie, also glaube ich jedenfalls, wenn man... Moment, wir können es mal ausprobieren. Kleiner Bahnhof hier. Ja, hier steht, du kannst den Bahnhof innerhalb einer Stadt oder in der Nähe eines Betriebes auf Land errichten. Je größer der Bahnhof, desto kürzer sind die Belade- und Entladezeiten und desto mehr Gleise stehen zur Verfügung. Das ist also nur je größer der Bahnhof. So, da steht eben nicht dran, wenn man dichter dran ist, geht es schneller. So, hatte mal jemand geschrieben? Weiß ich nicht. Aber wo es auf jeden Fall ist, ist bei den Industrien. Wenn man die baut, hier zum Beispiel, na, hier steht... Hinweis, je kleiner der Abstand zum Bahnhof, desto schneller können Züge B und entladen werden. Also da gilt es auf jeden Fall. Und Camp Becheder ist auch eine Industrie frei und ich würde sagen, wir haben Baumwolle in der Nähe. Und deswegen produzieren wir hier Tücher. Machen wir eine Weberei. Und bauen die auch gleich in die Nähe des... Ich habe nicht genug Geld. Kurz warten. Ah, dann bringen wir Baumwolle her. Ah, Moment. Uff. Ah, Bein eingeschlafen. Auf dem eingeknickten Bein gesessen. So. Leberei. Bauen wir da hin. Und wie ist das? Wartet. Hier ist irgendwie so eine kleine... Ach so, weil wir hier zwei Züge... Ich dummerchen. Ist nicht viel Platz, ne? Das geht nur, wenn ein Zug leer ist. Es zieht immer mehr Menschen in die Städte. Ja, alle Aufgaben erfüllt. Was ist das? Achso, hier. Ja, nicht alle Aufgaben, eine. Welche? Sehr schön. Aber die anderen beiden, die brauchen noch ein bisschen. Die Waffenlieferung kriegen wir sicherlich auch. Liegen denn Waffen rum? Liegen nicht rum. Das kommt gerade wieder. Sehr gut, sehr gut. So, der muss jetzt auf den hier warten. Stehen die hier so dicht hintereinander. Nun ja, was wollte ich? Achso, Baumwolle, genau. Schließen wir mal hier oben den an. Tja, dichter ran oder nicht, ne? Ich glaube, es spielt bei den Landbetrieben wirklich keine Rolle. Mein ganzes Geld ausgegeben. Auf der Strecke sind auch keine Signale gesetzt. Wie geht denn sowas? Kann ich sowas nur vergessen? Kein Wunder, dass die hier mit den Lieferungen nicht hinterherkommen. Ja, weil der Zug immer so lange warten muss. Die beiden hier, die hätte ich auch ganz gerne aufgerüstet, aber jetzt muss erstmal wieder Geld reinkommen, bevor ich das machen kann. So, und jetzt kriegen wir Baumwolle ins Warendepot vielleicht, wenn wir die Stoffe hier weglassen und Baumwolle mitsammeln. So, das finde ich jetzt einfacher, als das so zu machen. Und die Baumwolle, die kommt dann, die Stoffe machen wir dann hier unten hin. So, wir brauchen nur einen Zug, der von diesem Warendepot hier in die Stadt fährt. Und dafür wollte ich das ja hier umbauen. Vielleicht mache ich das auch einfach so. Oder gehen wir auf der anderen Seite lang?
Das habe ich jetzt hier so gebaut, dass kein Platz ist, ne? Komm hier nicht raus. Na, dann könnte man sich hier mit anschließen. Das wär schon besser, ja. So, lassen wir den mal ganz kurz seine Lieferung da machen.